Und du? Ich bin zurück. Heute. Endlich. Ich habe euch gesagt, ich werde wieder anfangen mit Become a Pro. Haben mir ein festes Ziel genommen. Drei Monate werde ich nonstop Starcraft 2 spielen. Jeden Tag. Sagen wir 6 bis 7 Tage die Woche. Manchmal geht es einfach nicht, wenn zu viele Shows sind oder man irgendwo hinreisen muss. Aber extrem viel. Überall nur dann, wo es möglich ist. Ich werde sogar nach Go for Starcraft 2 Cups am Sonntag, wenn es 10 Uhr abends ist, werde ich einmal noch weiterspielen. Ich habe mir gesagt, ich werde jetzt, wo es nur geht, zocken. Es gibt viele Gründe, wieso ich das möchte. Lang ersehntes Ziel, es soll endlich mal näher kommen. Es rückt immer wieder weiter in die Ferne, wenn ich aufhöre zu spielen und dann so 5 Wochen Pause hatte und merke, so, boah, das sucks schon wieder richtig hart. Geht überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt gesagt, 3 Monate richtig durchziehen. Ich kann nicht garantieren, dass ich in die Grandmaster komme. Ich denke, selbst wenn ich richtig gut spiele, kann es sein, dass ich einfach nicht promoted werde. Aber wenn ich die ganze Zeit gegen Grandmaster-Spieler spiele und auch öfter gewinne, dann, oder was heißt öfter, aber durchaus mal gewinne, ist das schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Und das ist so für mich das erste Ziel. Wenn ich sehe, nach 3 Monaten, okay, neue Season und ich sollte jetzt noch ein bisschen durchhalten, dann werde ich direkt promoten, wenn ich einfach direkt am Anfang richtig viel zocke, dann werde ich es machen. Dann werde ich auf jeden Fall die Grandmaster stürmen. Und hoffentlich richtig Gas geben können. Es gibt noch weitere Gründe. Wieso? Ich habe natürlich von Anfang an eigentlich dieses Ziel gesagt gehabt, 3 Monate spielen, so weit nach vorne kommen, wie es geht. Vor kurzem aber ein alter Kollege aus dem Hause ESL-TV, der längst nicht mehr dort ist, Philly Kroko, so, hat sich gemeldet bei Read More im Forum. Und ja, wir waren uns alle nicht so ganz sicher, ob es wirklich ist. Aber tatsächlich, er ist es. Ich habe mit ihm geschrieben und wir haben uns geeinigt. Bis auf kleinere Details, die noch ausstehen, die ich natürlich gerne hier noch breittreten möchte. Es wurde viel darüber gesprochen, wollen wir wirklich spielen, was sind die Voraussetzungen. Es geht wieder um viele Tattoos und Sachen, die sehr schmerzhaft sind. Und ja, wir wollen es machen. Wir sind sicher, Philly war schon nicht so ganz sicher, ob er hier spielen möchte. Meine Voraussetzung, wir spielen hier, wir machen eine richtig fette Show daraus, dann habe ich nämlich die Möglichkeiten. Ich will hier die ganze Location nutzen, vielleicht ein paar coole Gastkommentatoren haben, wie einen Hasobs, wie einen Delphi. Vielleicht noch ein, wen könnte man, Naruto auf jeden Fall noch einladen, vielleicht im Skype noch ein Dark Force. Es soll das richtig Episches werden. Und für mich war es ja schon immer ein lustiger Spaß, mit Philly zu duellieren. Und es wird Spaß machen. Aber viele Leute haben ein bisschen das Gefühl, dass wir uns vielleicht ein bisschen lassen, aber ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, was gehört zur Show dazu? Es muss sein. Es muss sein. Und ich finde es auch gut. Und ja, damals ging es darum, eine Map zu gewinnen. Heute geht es darum, ein Best of 5 zu gewinnen, um vielleicht noch mal ein paar Details zu äußern. Derjenige, der Best of 5 gewinnt, hat sozusagen die Wette gewonnen. Und ja, ich fühle mich natürlich nach wie vor immer wieder sehr gut. 3 Monate wäre meine, sozusagen meine Voraussetzung. Ich würde gerne 3 Monate jeden Tag streamen, euch zeigen, was los ist, wie schlage ich mich mal besser und wirklich effektiv, effizient trainieren. Mit Cloud auch an meiner Seite ein bisschen, der mir ab und zu mal ein paar gute Tipps gibt. Auch off-Kamera, das nehme ich übrigens dann auch wieder mit der Kamera auf. Wir werden nämlich auch wieder richtige Episoden liefern. Ich möchte euch auch wieder ein bisschen was zeigen, ihr sollt was lernen. Und vor allen Dingen auch die Sachen, die neben dem Zocken auch wichtig sind, so wie ich es damals angesprochen habe. Macht Sport, ernährt euch halbwegs vernünftig und habt einen vernünftigen Schlafrhythmus. Ich werde euch vieles erzählen, auch anhand von Beispielen wieder bei anderen Programmern, die vielleicht hätten besser sein können, wenn sie auf diese Sachen geachtet hätten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ihr solltet auf jeden Fall wieder auf jeden Tag auf www.take4.net gehen, bei uns in die VODs. Da werde ich die Sachen hochladen, ab und zu natürlich auch auf YouTube. Würde mich aber freuen, wenn ihr auf unsere Seite geht. Und ja, was bleibt noch viel zu sagen? Ich werde morgen... Heute ist gerade Dienstag, wenn ihr das Video irgendwie in 4 Tagen schaut. Mittwoch am 14.3. Anfangs leider. Ich glaube um 14 oder um 15 Uhr geht es los und dann direkt 5-6 Stunden. Also mein Ziel ist auch im Schnitt eigentlich nicht unter 4 Stunden und wenn es geht mehr, 5 oder 6. Und ich habe mir auch überlegt, sobald die Zeit es zulässt, werde ich einmal so eine Hardcore-Ladder-Session über Nacht machen und einfach mal so 16 Stunden am Stück zocken, bis ich halt komplett wasted bin. Und die Leute, die mit zuschauen, haben auf jeden Fall alles richtig gemacht. Denn zur später Stunde werde ich auch ohne Alkohol sehr lustig oder auch peinlich. Und ja, da sind wir auf jeden Fall alle sehr gespannt. Ich am meisten. Es wird am Anfang wieder sehr bitter. Ich werde auf jeden Fall wieder ein bisschen zacken. Aber ich weiß, so nach einer Woche geht es wieder richtig gut ab. Und dann gucken wir mal, wo ich mich einplatziere. Ich habe noch kein Match diese Season gemacht. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen erstmal. Philly hat schon ein bisschen gezockt. Der streamt sogar jetzt. Sollte ich auf jeden Fall auch mal auschecken, wenn ihr wissen wollt, wie gut Philly wirklich ist. Ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn genau finde, aber wenn ihr über Readmore geht, wir werden ihn vielleicht auch bei TechTV mal bei uns in die Liste der Streamer mit einfügen, dann könnt ihr ihn finden. Ja, geht's ab. Ich bin heiß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr schaut jeden Tag fleißig zu. Geht immer auf TechTV.net. Bei uns im Schedule findet ihr immer die neuesten Einträge. Ich habe die nächsten 2 Wochen jetzt schon komplett mit Ladder geplant. Das heißt, ihr könnt jeden Tag schauen, wann Ladder-Matches sind und das Streaming gleichzeitig ist. Und ihr könnt mal zuschauen und wisst schon, wie euer Tag verplant ist. So, das war's von mir.
Ihr werdet in Kürze weitere Videos sehen, auch mit Sachen, die euch helfen sollen, wie ihr besser werdet. Und mir natürlich auch helfen werden, hoffentlich. Ich habe viel Motivation, ich bin extrem ehrgeizig. Schon seit 3-4 Wochen will ich unbedingt machen. Habe mir gesagt, warte, bis die Zähne vorbei ist. Und jetzt ist sie vorbei, ich habe euch gesagt, es geht los. Jetzt geht's los. Genug geredet. Jetzt kommt Taten.